So, schönen guten Abend. Mein Name ist Tim Krasko. Ich bin Art Director bzw. Creative Director und ich freue mich sehr, hier auf dem Webmontag Nummer 4 zu sein. Vielen Dank, Markus, Lutz und natürlich Nathalie, dass ihr so gut für uns sorgt. Zur Not, wenn jemand was nicht mitbekommen hat, das wird nachher irgendwie online auf Slideshare oder Speaker Deck zu finden sein. Ne? Ich wollte heute reden über das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Ja, und das nur mit einer Infografik. Ich bin ein großer Freund von Infografiken, und zwar auch von diesen ganz großen, ausgeballten und sowas, kann ich alles nicht. Ich habe gesehen, mit einer ganz kleinen, einfachen Infografik kann man schon sehr, sehr viel im Leben lösen. Und das wäre die Infografik. Wir kennen manche aus der vierten Klasse, ja, einfache Geometrie mit Schnittmengen. Und damit das Ganze ein bisschen plakativer wird, habe ich Farbe hinzugefügt. Kennen sicher auch manche hier aus der Drucktechnik, das CMYK-System, die substraktive Farbmischung. Und das sieht dann im Ganzen so aus. Ja. Kriege ein paar mehr Farben hin, kennt ihr alle. Und weil mir das nicht gefallen hat, habe ich es auf schwarz gemacht. Fand ich viel besser. Also, das Leben, das Universum und der ganze Rest auf schwarzem Hintergrund. Viel besser. Ja, also wir haben Cyan, Magenta und Yellow, Gelb, wie der Mann von der Straße sagt. Und das gibt uns die Farbmischung von Grün, Dunkelblau, ich habe jetzt ein bisschen gefaked, damit man das lesen kann, oder? Und Rot. Nur so, ihr wisst Bescheid. Ich weiß nicht, wie viel es kennen und wie viel nicht. Und dann haben wir in der Mitte da, das war ein bisschen schnell, das da, das Weiße, was eigentlich so ein komisches Schwarz wird, das ist die Quintessenz von dieser Infografik. Ja, das wird nachher noch ein bisschen richtig werden. Also, das hier, kleine Ding da, guck mal, Quintessenz. Ja, ich weiß, ihr seid nicht blöd, es steht nur da, damit man es leicht merken kann. Ja. Fangen wir mal an. Das ist eine gute Geschichte. Ich fange nochmal mit der Vorstellung an, mit der Infografik. Ja. Also, schönen guten Abend, ich bin Tim Krasko. Meine Mutter ist eine Deutsche, mein Vater ist ein Slowak. Das wurde damals Mischehe genannt. Das ist noch nicht mal ein Nazi-Ausdruck, ich dachte, das wäre so ein Nazi-Zeug. Nein, das ist die Kirche, die das macht. Die sagt, okay, die Mutter ist evangelisch, der Vater ist katholisch, das ist eine Mischehe. So, wir haben einen Sohn gehabt, der ist ein Bastard, der glaubt auch nicht sehr an die Kirche, muss ich dazu sagen. Und wie das dann so geht, jetzt kommen wir zu den Mischmengen. Ich glaube, von meiner Mutter habe ich die preußische Ordnung. Ja? Von meinem Vater die slawische Seele, das bedeutet, dass ich zum Beispiel bei Chansons von Charles Aznavour heule. Ja? Das kleine Ding in der Mitte, ihr erinnert euch, die Quintessenz, das ist das, womit mein Therapeut sein Geld verdient. Na gut, wo wir gerade bei Therapeuten sind, gehen wir auf Beziehungen. Ganz einfach. Ne? Liebe, klar. Sex, wunderbar, Freundschaft, gehört auch irgendwie dazu. Jemand dreht mich andauernd in der Reise. Ja, du musst das. Soll ich so reden? Nein, ans Kinn runter, verdammte Scheiße. Ans Kinn runter? Ja, so runter. Kopi-Bart oder was? Hörst du das? Wie sehe ich denn aus damit? Nimm mal das Mikro weg und sprich mal normal. Ich sprech doch mal. Ja, jetzt so richtig so, ja. Okay, Entschuldigung. Au! So, jemand hat mich rausgebracht. Liebe und Sex, Freundschaft, ganz klar, kennen wir alle. Liebe und Sex ist ein Pärchen, ja, vollkommen normal. Freundschaft und Liebe ist schwierig, ja, gibt es nicht so oft. Und Freundschaft und Sex, fuck Buddies, ich kenne da gar keinen deutschen Ausdruck für, ich weiß es. So, jetzt zieht euch das kurz rein. Das in der Mitte, die Quintessenz, ist natürlich das, was irgendwie jeder von ihr träumt. Ja? Ihr wisst schon, die Mitte ist nicht immer zu erreichen. Was haben wir noch? Oh, Mädels und Jungs. Und da muss ich sagen, jetzt, ich habe so ein paar Untersuchungen gemacht.
es basiert hier nicht alles auf meinen Ansichten. Vieles ist einfach nur Data, die ich irgendwie zusammengesammelt habe. Deswegen Mädels entschuldigt, Jungs auch. Es kommt für beide schlecht raus. Also Mädels und Jungs laut landläufiger Meinung. die Mädels, ja, klar. Schön sollen sie immer sein. Nett und klug am besten auch. Was kommt raus bei den Schnittmengen? Wenn sie klug und schön ist, ist sie oft eine Zicke. Wenn sie schön und nett ist, ist sie meistens dumm. Und klug und nett, da stimmt irgendwas anderes nicht. Ja? So, die Quintessenz ist, was ist die Quintessenz? Schon vergeben oder lesbisch. Das gleiche ist natürlich bei den Jungs. Schöne Jungs, nett, klug. Ja. Ist einer klug und schön, ist er irgendwie ein eingebildeter Idiot. Ja. Ist er schön und nett, dann ist er wahrscheinlich dumm. Ist er klug und nett, dann ist er wahrscheinlich ein Nerd. Was die Quintessenz, wie schon vorher, vergeben oder wahrscheinlich schwul. Eine andere Personenbeschreibung. Jemand, der viel Macht hat und große Verantwortung. Jemand, der sehr genau Bescheid weiß. Und jemand, der rote Kleidung trägt. Okay, hat Macht und weiß Bescheid, würde ich mal sagen, sieht ganz aus nach Gott. Oder jetzt ein bisschen aktueller, vielleicht die NSA. Jemand weiß über dein Leben Bescheid, hat rote Kleidung, das ist eindeutig die spanische Inquisition. Und jemand hat Macht und rote Kleidung, das ist Spider-Man, ich liebe Spider-Man. Ja? Also, interessant wird es jetzt hier bei der Quintessenz. Welche Person vereinigt das alles? Angela Merkel. Ah, kein schlechter Tipp, interessant, du musst auch auf die Bank. Er ist natürlich der Nikolaus. Ja? Macht euch das klar? Es ist eindeutig der Nikolaus. Da darf ich wieder verweisen auf die Nikolaus-Party hoffentlich. Freue ich mich auch schon drauf. Gehen wir weiter, was haben wir noch? Oh, Internet-Syndrom. Habe ich auch ein bisschen recherchiert. Also, Sie gehen davon aus, dass, wie gesagt, laut Umfragen, wir haben zum Beispiel Foursquare, wir haben Facebook und MySpace. So, die Leute, die auf Foursquare und Facebook rummachen, sind wahrscheinlich Stalker. Die Leute, die stark auf Facebook und MySpace rummachen, sind wahrscheinlich Narzissten. Und die Leute, die Foursquare und MySpace bedienen, haben hoffentlich ADHS. Was ich jetzt ein bisschen komisch fand, aber ich kann es nicht anders sagen, es kam so raus bei der Untersuchung, die Quintessenz von allem, das sind Leute, die Twitter. Okay, was haben wir? Eine zweite Personenbeschreibung. Nicht nur interessant. Wieder auferstanden von den Toten. Jetzt muss ich sagen, nicht gleich einen Schnellschuss machen, da gibt es viele. Ja? Kann man sich einige nennen. Wird von der Bevölkerung gefürchtet oder verehrt. Da haben wir so ein kleines Parameter drin. Und konvertiert so viele hirnlose Follower wie möglich. So. Also wieder auferstanden von den Toten und wird von der Bevölkerung gefürchtet oder verehrt. Da haben wir eindeutig in dem Fall gefürchtet, Frankensteins Monster. Jemand hat es gesagt? Ich habe es gehört. So, und die zwei unteren Teile wird gefürchtet oder verehrt und konvertiert hirnlose Follower, Dracula. Und wieder auferstanden von den Toten und konvertiert so viele Hirnlose, das sind die Zombies. Nein, aber jetzt wird es interessant, wenn wir zur Quintessenz kommen, von der Mischung von all diesen drei Sachen. Da sagt es einer, da kennt es einer. Das ist Jesus, also der Kirchentyp, der wisst schon Bescheid. Da war ich auch ein bisschen erstaunt, wenn man das mal so sich durch den Kopf gehen lässt. Was anderes, auch wichtig für euch alle, Work-Life-Sleep-Balance. Ich habe es nicht so mit dem Englischen, deswegen mache ich es im Deutschen. Also wir reden über Arbeit, Soziales und Schlaf. Soziales kann Familie sein, etc. Wenn ihr nur arbeitet und euch um Soziales kümmert, dann seid ihr eindeutig ein Engel. Wenn ihr nur schlaft und um euch Soziales kümmert, seid ihr entweder ein Dandy oder habt Hartz IV. Und wenn ihr nur schlaft und arbeitet, dann seid ihr bloß vom Burnout. Weiß jeder. Ne? Was ist die Quintessenz davon? Das wusste ich auch lange Zeit nicht, habe mich ein bisschen erstaunt. Da gibt es eine Bevölkerung, die teilt das auf in 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden soziale Arbeit. Wie gesagt, kann auch Familie sein.
und 8 Stunden Schlaf. Wenn das auf euch zutrifft, dann seid ihr ein Freimaurer. Guck an. So, das habe ich extra für euch ausprobiert. War nicht einfach. Letzte Woche. Ja, wirklich extra für den Wettbewerb hier. Gin, Tonic und Wodka. Ja? So, Gin, Tonic ist super. Am nächsten Tag hat man riesig Durst. Also erster Tag nur Gin und Tonic. Am nächsten Tag Durst gehabt. Okay. Zweiter Tag Tonic und Wodka. Geht auch ziemlich gut. Vorteil ist, man hat keinen Kopf. Ja? Dritter Tag war schwierig. Dritter Tag war Gin und Wodka. Ich hätte es fast vermutet, aber ja, ich hatte einen dicken Kopf. Und zwar Deluxe. Ja? So. Und dann habe ich am vierten Tag was gemacht, was ich lieber nicht hätte tun sollen. Ich habe versucht, alles zusammen zu tun. Und da hat wahrscheinlich der Zucker aus dem Tonic sein eigenes dazu getan, sodass ich für diese Quintessenz leider keine Daten mehr habe, weil ich nicht vermisst habe. Schauen wir mal, was habe ich noch für euch? Oh, ganz wichtig, und das ist vielleicht das einzig wirklich Wichtige von diesem Vortrag. Der Dreisatz, der Kunde, der Job und du. Die Kunden wollen es immer schnell, die Kunden wollen es immer günstig und sie wollen es am besten gut haben. Ja. Und jetzt wissen wir, schnell und günstig ist meistens schlecht. Günstig und gut ist meistens langsam und gut und schnell ist meistens teuer. Ja, und es sind nur 2 von 3 Sachen möglich. Also dieses Ding habe ich mittlerweile neben dem Telefon hängen, weil wenn mich jemand anruft, dann kann ich genau sagen, pass auf, viel zu haben. Ich mache dir eine Auswahl, nur 2 von 3 sind möglich. Das muss man sich wirklich einbrennen in den Kopf. Das Ding funktioniert, das ist gut, das ist hilfreich. Und klar gibt es auch da eine Quintessenz, aber von der Quintessenz wissen wir alle, dass es die eierlegende Wollmilchsau ist, die es nicht wirklich gibt. Ja? Und jetzt sehe ich, dass die Zeit schon langsam abläuft, deswegen muss ich mich beeilen. Also kommen wir zum eigentlichen Titel, das Leben, das Universum und der ganze Rest. Das ist nicht so einfach, auch in dieser kleinen Infografik. Aber ich habe es euch mal vorbereitet und jetzt läuft die Zeit langsam schon aus und die Quintessenz davon, die müsst ihr leider selbst rausfinden. Vielen Dank.